Hier ist Inga. Ich zeige euch heute, wie man mit einem abgeschnittenen Flaschenboden ein Bild malen kann. Und zwar ist das eine Technik aus dem Bereich Acrylic Pouring und nennt sich Bottle Bottom Pour. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch kannst. Und wenn du erfahren möchtest, ob der Künstler vielleicht im Video auch mit dem Bild zu kämpfen hat, dann bleib einfach dran. Wir sehen uns, bis gleich. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich eine quadratische Leinwand mit einem Bottle Bottom Pour gestalten möchte. Und zwar habe ich mir schon mal von einer Flasche den Boden abgeschnitten, weil wir den hier auf die Leinwand packen werden, um dann die flüssige Acrylfarbe drüber laufen zu lassen. Dann habe ich hier einmal ein kleines Schnapspinnchen, weil ich gerne in der Mitte eine Farbe haben möchte, und zwar denke ich, dass ich Gold und Schwarz nehmen werde. Und dann außen, wenn es darum geht, dass die Farbe herunterfließt, möchte ich gerne noch Weiß mit dazwischen haben, und das wird dann in diesem Becher vorbereitet. Okay. Und ich habe schon mal den Rand vorgestrichen, einfach mit Schwarz, und der Rest ist quasi noch weiß bzw. ein bisschen gescheckt. Meine Farben mische ich immer in Bechern an. Und zwar benutze ich die Amsterdam Acrylics Farben. Und das ist hier zum Beispiel Titanweiß. Jede Farbe hat ihren eigenen Becher, damit ich, ich sag mal, möglichst wenig Plastikbecher verbrauche. Das heißt, den werde ich nachher einfach nur durchwischen und dann werde ich den weiter benutzen. Und überschüssige Farbe fülle ich mir in sogenannte Quetschflaschen ab. Das heißt, im Grunde genommen habe ich auch hier dann möglichst wenig Verbrauch. Das habe ich dann auch mit Gold gemacht. Alle Farben sind von Amsterdam Acryl. Und dann habe ich hier noch Schwarz von Amsterdam Acryl. Dann starten wir mal mit dem kleineren Becher, mit dem Innenleben sozusagen. Alle Farben sind nur mit Wasser und Pouring-Medium gemischt. Es ist kein Silikon und es ist auch kein Flutrol drin enthalten, weil ich es manchmal ganz gut finde, dass in den Bildern die Zellbildung nicht so hoch ist. So, ich denke sogar fast schon, dass das reicht. Ich überlege, ob ich hier ein Dirty Pour mache oder ob ich das gieße. Ich glaube, ich werde es einfach gießen. Ich möchte innen drin doch noch Schwarz haben. Ein bisschen Schwarz. Okay. Der Anfang ist jetzt ein bisschen so wie so ein Tree Ring Pour. Das heißt, das sieht nachher so aus, als würde man einen Baumstamm in der Mitte durchschneiden und hätte dann die verschiedenen Jahresringe. So, das ist jetzt mein geschichteter Becher. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen Farbe in die Ecken bringen, beziehungsweise nicht Farbe, weil es ist ja eher ein Kontrast. So, dann werde ich jetzt mal den Flaschenboden aufsetzen. Ich hatte mir vorher
zwei Striche auf die Leinwand gemacht, damit ich ungefähr die Mitte habe. Und dann fange ich jetzt mal an mit dem Gießen. An und für sich gefallen mir die Strukturen sehr gut. Wenn man jetzt anfängt, das Bild zu bewegen, dann zerreißt es das immer so ein bisschen. Deswegen, ich werde jetzt erst noch mal eine Schicht Weiß hier rumlegen, aber mit ein bisschen Abstand. Ich glaube, ich möchte es anders machen. Ich werde mal kurz etwas umbauen. So, ich habe das jetzt mal umgebaut, hat etwas gedauert und jetzt müsste ich das eigentlich drehen können, weil ich es immer so schade finde, dass die ganze Struktur, der sich dann so auseinanderreißt. Ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich das etwas leichter machen lässt, aber jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Aber so ist das dann eben. Falls das so aussieht, als würde ich gerade mit dem Bild kämpfen. Ja, ich kämpfe mit diesem Bild. Ich finde hier ein paar der Strukturen wirklich wunderschön. Und ich möchte sie eigentlich auch nicht kaputt machen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr die Farbe hier links hinbekommen. Es ist nur so, wenn man die Farbe über den Rand schiebt, dann rollt die sich sozusagen ein. Und dann ist das quasi weg. Ich werde jetzt einfach weiße Farbe hier noch außen rum verteilen. Möglichst nah dran, aber nicht über die Struktur. Ist es doch etwas auseinandergezogen, was ich an und für sich schade finde. Aber ich glaube,
gefällt mir trotzdem ganz gut. Mal gucken. Schieben wir den mal ein Stückchen an den Rand und lassen mal ein bisschen was rüberlaufen. Okay. So. Jetzt hätte ich gerne noch diesen Part ein Stückchen tiefer. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Ohne, dass wir jetzt das Bild zu sehr zerreißen. Ich glaube, so gefällt es mir ganz gut. Hier am Rand. Ich sehe, dass hier noch einiges an Blasen aufgekommen ist, also Luftblasen. Werde ich jetzt doch mit dem Blumenbrenner ein bisschen hantieren. Ja, es sieht anders aus, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Mir gefallen die Farben ganz gut. Ich mag es, diesen metallischen Glanz, der da jetzt so in dieser Zebrastruktur drin ist. Hier ist das ehemalige Zentrum. Von dem Kreis ist quasi nichts mehr übergeblieben. Und wenn man mal guckt, hier müsste so die Mitte des Bildes sein, dann hat sich das Ganze jetzt ein bisschen verschoben. Ich mag es auch, dass hier weiße Flächen sind, weil ich die ganze Struktur nicht zerreißen wollte. Und an jeder Seite ist ein bisschen von der Farbe über den Rand gegangen. Jetzt wird das Ganze trocknen müssen und danach, denke ich, kann ich das dann im getrockneten Zustand nochmal zeigen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen beim Malen zuzusehen, beziehungsweise in diesem Fall beim Acrylic Pouring. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dann, eure Inga.